Ich tauge nichts, komme aus Rheinhausen. Du bist doch kein Taugenicht, tauch nichts. Und da gibt's auch ein Netto, oder? Weil das ging ja los mit dem Netto. Nee, war nur die Preiserhöhung. Nee, mir geht es eigentlich darum, du zahlst bei uns schon für eine Klasse 1 Salatgurke, ja, schon 1,80 Euro. Da habe ich schon 2,30 Euro für ausgegeben. Na gut. Glaube ich, beim Großhändler bezahle ich gerade mehr als 1,80. Boah, ja, aber es ist trotzdem heftig, ey. Hm. Also. Zurück zur Selbstversorgung. Im halben Hektar. Er kommt aus Hockenheim und ich, jetzt hast du's, taucht nix. Guck mal, jetzt hat er's verstanden. Bei euch 2,30, alter Schwede, ey. Ja, hier im Norden ist alles teurer wegen der Speditionskosten aus dem Süden. Das ist ja ich, ja, ich bin schuld, wa? In Schweden und in Norwegen wird halt nichts angebaut, was Gurken angeht. Ja, spanische. Hä, wieso kriegt denn deine Mutter Nettogehalt? Oder Tante? Drei Paprika, 93, boah. Jeder muss doch... Jeder Mensch muss doch Bruttogehalt bekommen. Ich würde mich beschweren. Halt, stopp. Was denn? Jetzt kann man das hier doch bestimmt so einstellen, dass der das. Ja, Mann. Oh nein, abfährt, ne? Ja, man wird sowieso mich bald noch mehr in der Region sehen. Kommst du ins Fernsehen? Naja, schön wär's. Aber ich glaube, da, wenn ich bei ins Fernsehen kommen würde, würde ich mich schon erschießen. Erschieße wolle. Ah, bei Dings, wie heißt das? Bei diesem Krimi da und der am Sonntag immer läuft, auf dem ersten, oder? Nein, nein. Ach, da gibt's auch was von einem Badenza, da die Benzbarecke da. Eine Kiste Eichbaumbier, 16 Euro. Ich hab gar keine Leute Ahnung, ne? Nee, Eichbaum ist es Mannheimer Bier. Das wird in Mannheim hergestellt. Ja. Karlsberger in. Karlsberg. Karlsberger Kalt, ne. Karlsruhe. Ja. Muss gerade überlegen, weil ich trinke das nicht so oft. Aber ich glaube mir, dass das. Ne, Karlsberger das nicht. Ja. Ein Friedhof. So. Karlsberg-Urpilz. Ja, es ist alles Uhr. Aber alles nur. Ja, okay, alle. Ja, ja, Karlsruhe sind nur alte Säcke. Alles nur Urgestein. Du hast Uhr gesagt. So, okay, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich fahre jetzt mit dem. Boah, jetzt habt ihr Opa Örkel vergrault. Wie spät ist? 4:44 Uhr. Ich werde noch so eine Suppe essen. Meine noch so eine Suppe. Ist nur Wasser passt. Ja, besser als ein Strohkuchen oder so, ne? So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, zu fragen. Also, ich gönne mir auf jeden Fall erstmal in den nächsten
Nee. Ich glaube Mittwoch oder Donnerstag dürft's einkommen. Morgen oder übermorgen. Wenn morgen, wenn du bei Glück, das morgen schon bei dir. Okay. Ja, ich hab. Das wäre so der Standardweg. Und wenn du Pech hast, übermorgen. Gut. Hatte sie diesmal weniger Bestellungen gehabt als sonst, oder? Wieso? Was ziemlich schnell ging, ja. Nein, nicht durchfahren. Wenn du am Wochenende bestellst, ist ja ganz normal, das ist ein Folgetag. Jo, tschüss! Das ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, als du letztes Mal bestellt hast, war der Streik, ne? Genau, dann hat genau. Sich ein bisschen aufgestaut. Ach. Und jetzt, und jetzt so also standardmäßig ist das ja so. Normal, ja klar. Wenn sollte. Ja, hast du das in Hamburg mitbekommen? Aber vor 2 Tagen der. Wir haben Freunde und ich haben gerade gefrühstückt am Anmittag. Hatte so eine Nachricht, Alter. Das ist. Ich gucke nur psychisch unterwegs an. Wenn du das mal vor 3 oder 4 Jahren mal zurückdehst, da war sowas einmal im Jahr oder so bei uns. Oder wenn das mal in den Nachrichten kam. Das ist... Ja. Dear Sascha, guten Morgen, hi. Morgen, Mike. Morgen, Magic Mike. Na, ja, guck mal. Fanta wird auch sagen, ja, ich bin wieder unterwegs, ne? Ich weiß, macht so keine Scherze drüber, aber. Ja, aber es ist echt nicht schön. Ja, vor allem Hamburg war ja vor kurzem erst das in der Bahn, jetzt das, ne? Also, ja. Das ist. Aus meiner Einzug davor, wo das mit der Bahn war hier, vor kurzem Einzug davor, sind halt Klassenkameraden auch von meiner Tochter, ne? Ne, nicht Klassenkameraden, vom Sport her. Sind 2 Jahrgänge älter. Ah, die waren da unterwegs. Ne? Aber mein Vater, bei meinem Vater am Wochenende haben sie die Straße, also da waren, wie gesagt, ich war ja Mittag noch meiner Freundin im Kollege helfen, Zeitung austragen. Rief mein Vater an, wie Sonntag halt, ne? Und auf einmal sagt seine Frau am Telefon, oder mit dem Telefon, weil ich mit ihr gekonnt, hat die Polizei ist bei uns wieder am Auto, habe ich gesagt, ist wieder wegen der gleichen Sache, wieder wegen Kontrolle. Nee. Scheinbar muss bei denen in der Straße Typ unterwegs gewesen sein, die haben jedes Auto in der Straße demoliert und bei ihm haben sie quasi die Spiegel seitlich eingedreht. Psychos. Immer nur Psychos. Und beim anderen Kolleg, der, den wir geholfen habe, die Fahrer, der hat den Roller vor der Haustür stehen und, der Fahrer haben die Zeitung rausgebracht, haben den Roller irgendwie seitlich umgeschmissen. Einfach weggefahren. Ach. Und dann hat er noch so einen Polizisten gehabt. Also wie gesagt, ich behalte so meine Neutralität vor, aber weil er einen Betreuer hatte, der Kollege, mein Kollege, ne? Ja, warum wird denn das doppelt bearbeitet, den ganzen Kram? Regt der Polizist sich schon auf, ne? Und scheinbar ist der in Neudesheim auch schon bekannt, weil er eine Außendienststelle in Hockenheim da mit drin ist. Bei uns. Und aber er hat auch gesagt, er kriegt immer nur die falschen Leute ab, dass die dann so unfreundlich einfach werden. Gut, du weißt nicht, was vorher bei dem über die Leber gelaufen ist, das ist schon klar, aber ich lasse ja auch nicht meine Wut an irgendeiner Leute anders aus, also sorry, so bin ich ja dazu, warte.
Ja. Fauda, gute Nacht. So. Echt lö. So, nimmt er dann dieses Stück da. Oha. Karlsruhe ist auch passiert, okay. Stimmt, ich hab da was gehört. Ein Kumpel, mein Kumpel arbeitet hier in. Irgendwas war da. Aber du brauchst dich dann irgendwann eher wirklich nicht zu wundern, wenn jeder Nachbar irgendwann sein eigenes Arsenal im Keller hat und. Ah. Ja, und das sind immer noch die Ausnahmen. Ne? Ja, klar. Aber ist schon scheiße. Gut, machen wir Thema wechseln. Das ist heute Morgen schon ein bisschen zu düster. Düstere Gedanken. So, ich nehme mich den Pulli an und mache mir noch ein Süppchen schnell. Und wie nennt man das? Pavel, der Suppenkasper heute. Oder Super Süppsche Kasper, der Theater. Tja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Bei Soja kommen ja nicht viel rüber, Alter. Es kommt drauf. Na gut, es kommt drauf an. Also. Hast du alles gedüngt? Also ich habe das Feld ja erst gekauft. Also 80% Ertrag, 89. Ja, der schlüffige Ton macht ein bisschen. Ui, ein schlüffiges Tönchen. Ich nehme einen Schluck Big Boss Kaffee. The Feinstaub. Was ist? The Feinstaub. Also, taunix geschrieben hat. Aber man könnte auch sagen, der Name, ne? Könnte ja schon irgendwie wie schon von Asterix oder Obelix klingen, ne? Miraculix, Tauchnix. Schöner Übergang. Ja, sind so kleine Gedankenspinnereien bei mir. Nicht so viel Geld für Spiele ausgibt, weil sie zu teuer sind, dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Ja, also wenn du mal von Rheinhausen, Oberhausen da hinten rumfährst, mit dem Rheinhausen, er kommt aus Hockenheim. Dass ihr das nicht versteht, ne? Was? Ja, genau. Mein Maker auch rein. Apropos Mein Maker, ich muss hier die Musik wieder anmachen. Ja, aber man sieht mal öfters am Rhein unten die alte B36 hinten an Catch die Fahrertour fahre. Ja, genau, da unten in der auch in der Richtung, da weißt du, wo die Fähre ist. Da bin ich auch ab und zu mit dem Fahrrad unterwegs. Da wollen wir. Habe ich jetzt mein Ding gestimmt? Oh Gott. Ich bin so blöd.
fahre hier gerade einen Schrott zusammen. Was der hier so macht, wenn man sieht noch irgendwie recht ist. Und wo ist da noch so viel über? Ja, mein Vater fährt da auf der, hat ab und zu mal ein paar schöne Drohnenaufnahmen von da unten. Von dem Rhein. Ah, jetzt, warum hüpft da die Maus denn noch weg? So, ja, was krieg ich mal denn von dir? Oh Mann. 1300 bei Colonia. Werde ich mir echt diese scheiß Drille mieten müssen. Was ist das denn jetzt? Okay, ich muss mir wohl ein Lager bauen. So, bauen. Standardziele für 10.000. Hey Lurk, mein Name ist Pavel. Sag mal, kleine Silos hast du nicht hier drauf, wa? Kleine Silos? Doch, das Osada selber. Okay. Das unterirdisch, also von der Fläche oder vom Preis oder was meinst du mit klein? Gute Frage. Ach, da, 40.000. Der kleine Motor, 80.000 Liter, ne? Ja, aber dann guck mal, also dann würde ich das für 50.000 nehmen. Und hast halt sehr viel mehr unterirdisch, das unterirdische Ding. Ah, okay. Auf die Ecke. Ist die Ecke schön verchecke. So. Und wieder 50.000 Ärmer. Ah, 50.000. Und eins. Ach, den hier mal tanken können. Abladen, dann können wir schon mal ein anderes Feld weitermachen. Sind Sonnenblumen jetzt eigentlich auch schon reif oder dauert das noch? Kann gerade mal gucken. Was für ein Feld hast du für Sonnenblumen? Ob 41, dieses bei der Mühle da oben. Ah. Dieses zweigeteilte. Nee, ist noch ein Wachstum. 46 meinst du? Ja, genau. Das dauert noch. So.
Sag mal, bei euch in der Nähe sind da so ein paar günstige Pensionen. Weißt du da irgendwas von? Wir haben hier einmal das Novum Akademie Hotel. Das ist relativ günstig. Das ist so ein einfaches Hotel, sag ich mal. Sonst was Günstiges direkt in Kiel wüsste ich nicht. Das wäre so das Günstigste. Aber ansonsten gibt es noch ein paar Sachen bei Airbnb. Ja, kommt aber immer auf den Zeitraum drauf an, ne? Ja gut, wenn man... Wir sind ja jetzt in Launingen noch bei der Farmcom. Am 30. Juni, 1.2. Juni? Von was wir da? So. Ach du liebe Güte. Jetzt komme ich nicht durch meine Einfahrt durch. So. Darf mich bloß jetzt wieder nicht verfahren, ey. Immer. Das war jetzt. Ich glaube, wenn wir noch einen Tag warten würden, könnten wir sogar noch Lohnaufträge, Mais und Sonnenblumen. Ha. Könnte ich mir alles beim Bauer stibitze. Ich müsste die ausfahren. Ich habe nochmal Lieferung und dann ist auch gleich halb. Den mache ich jetzt noch schnell voll und dann mache ich aus. Ah, was ist das wohl heute? Dass ich heute vieles noch schaffe, dass ich dann erst die nächsten Tage erstmal ein bisschen Ruhe habe. So, ich bin mal gespannt. Oh, ja toll. Das ist halt wohl sehr blöd platziert.